Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal mit der Vorstellung einer neuen Software. Ihr seht es ja schon. Celestia soll es heute mal sein. Ich hatte euch vor ziemlich langer Zeit schon mal die Software Stellarium vorgestellt, ein Planetariumsprogramm. Heute soll es mal darum gehen, wie man eben in der Schule oder in Kitas oder wenn die Eltern den Kindern ein bisschen was beschreiben wollen, eben auch frei durch das Universum, durch unser Sonnensystem fliegen kann und den Leuten ein bisschen was vorstellen kann. Celestia ist ebenfalls eine kostenlose Software. Unter dem Link celestia.space könnt ihr die auch runterladen und erstmal zur Webseite ein bisschen was. Ihr seht schon, hier kommt ihr auf die Celestia-Webseite, ist ein Realtime 3D-Visualization, also eine Realzeit-3D-Visualisierungssoftware, kann man sich für ganz unterschiedliche Webseiten eben herunterladen. Wenn man auf Download geht, findet man hier die Plattform für Windows, für Linux. Ich nutze hier meinen Mac, um die Software mal so ein bisschen vorzustellen. Und es ist im Endeffekt auch eine Source Code, also eine frei verfügbare Software. Man kann sich also den Source Code runterladen und sogar selber ein bisschen was dafür entwickeln, dran teilnehmen. Wenn man Softwareentwickler ist, dann hat man die Möglichkeit, da sich einzubringen ordentlich, so wie es eben bei Open Source Projekten der Fall ist. Ganz wichtig noch, es gibt eine Dokumentation in unterschiedlichen Sprachen, also hier oben rechts auf Dokumentation gehen, den Celestia Guide dann entsprechend runterladen und damit habt ihr im Endeffekt alle Funktionen zur Verfügung, könnt ihr nochmal nachlesen und habt die Möglichkeit, da alles zu tun. Kleiner Hinweis, die deutsche Dokumentation gibt es nur als Leseprobe, wird übersetzt oder ist übersetzt worden, gab es mal als Buch zu kaufen. Mittlerweile kann man denn diese Software, nein, die Dokumentation auch als PDF runterladen, kostet aber ein bisschen Geld. 15 € will der Schreiber dafür haben. Ist auch in Ordnung, kann man gerne tun, wenn man mit dem Englischen nicht so ganz klarkommt. Ansonsten kann man natürlich auch die englische Dokumentation verwenden. Die gibt es denn auch hier als online lesbare Dokumentation. Können wir mal raufklicken. Da findet man im Endeffekt alle Funktionalitäten, die Celestia so zur Verfügung stellt. Wichtig ist halt, diese Dokumentation auch mal anzuschauen. Hier wird alles beschrieben, was kann ich mit der Maus tun, was kann ich mit dem Keyboard tun, was gibt es für Tastenkürzel, was habe ich also für Möglichkeiten, mich da frei zu bewegen. Das werden wir ja gleich sehen. Als letzten Punkt noch hier in der Webseite vorgestellt ist natürlich denn der Punkt Add-ons, denn Celestia lässt sich sehr, sehr gut erweitern. Hier kann man also auf Download-Links gehen und vor allem möchte ich euch Celestia Motherload vorstellen. Da gibt es hunderte, tausende von kleinen Skripten, Zusatzfunktionalitäten, die man sich im Endeffekt angucken kann. Da kommt man auf diese Webseite und hat darüber die Möglichkeit, halt Celestia nochmal eine ganze Ecke aufzublasen. Also man sieht hier schon, wenn man hier landet, findet man für alle Bereiche denn zusätzliche Add-ons, Venus, Merkur für die Erde, extrasolare Planeten, Galaxien, welche Raumfahrzeuge, Raumsonden haben wir unterwegs. Das kann man sich runterladen, unterschiedliche Ansichten, Texturen, alles, was da eben so zugehört. Die Erde zum Beispiel ohne Wasser hier mal. Oder die globale Wasserverteilung auf der Erde, so als kleines Pünktchen dann gezeigt. Auch für andere Planeten, für den Mars zum Beispiel, kann man sowas natürlich dann mitnehmen. Ich habe es hier auf dem Mac noch nicht installiert, denn ich möchte euch natürlich erstmal die normale Celestia-Funktionalität zeigen. Bin also hier auf Download gegangen, habe mir für Mac im Endeffekt Celestia runtergeladen und kann nun auch mit euch einfach mal in die Software starten. Celestia auf meinem Mac läuft ganz gut. Ist ein bisschen anders als unter Windows. Das Menü ist natürlich denn beim Mac immer ganz oben zu finden, also vom Grafikfenster so ein bisschen getrennt. Aber ansonsten sind es die gleichen Funktionalitäten. Startet man sich Celestia, gibt es als allererstes natürlich hier einen kleinen Flug durch das Sonnensystem. Mit der linken Maustaste kann ich im Endeffekt alles verschieben. Mit der rechten Maustaste kann ich mich um das selektierte Objekt gerade bewegen. Ihr seht schon, es gibt
einige Raumfahrzeuge, die jetzt hier schon mit bei sind, die internationale Raumstation, das Weltraumteleskop Hubble und mit der mittleren Maustaste oder mit dem Mausrad, je nachdem, was ihr habt, kann man natürlich dann auch rauszoomen. Erde, Mond, Sonnensystem habe ich jetzt hier natürlich mit drin. Bei mir fehlen gerade noch so ein bisschen die Orbits. Die habe ich über das Menü eben weggeschaltet. Zeige ich euch gleich. Wie ist das Menü aufgebaut? Also ihr seht schon, Freiflugsystem. Es geht nicht so sehr darum, die Sterne von der Erde aus zu beobachten oder anzuschauen, wie das alles funktioniert, sondern im Endeffekt bewegt man sich frei durch das gesamte Sonnensystem oder eben auch denn durch das Universum, je nachdem, wie weit ihr rausfliegen wollt. Das Menü recht einfach aufgebaut. Links oben findet man das. Ich kann also hier einstellen, zu welchen Objekten möchte ich hinfliegen. Was möchte ich selektieren? Also wie bewege ich mich? Was ist gerade aktuell in meinem Fokus drin? Ich habe die Möglichkeit, mit der Zeit zu arbeiten. Ich kann also auch Zeit vorwärts laufen lassen, rückwärts laufen lassen, ein bisschen schneller drehen, kann die aktuelle Zeit einstellen, also wie stehen die Planeten jetzt am heutigen Tag im Endeffekt zueinander, kann also hier auch denn quer durch das Sonnensystem reisen, habe also eine Möglichkeit, hier meine Reise auch ein bisschen zu steuern, wie schnell möchte ich unterwegs sein und dahin kommen. Ansonsten Display natürlich ganz wichtig. Hier kann ich also an- und ausschalten, was ich sehen möchte. Zum Beispiel die Orbits der Objekte in meinem Sonnensystem. Also die Umlaufbahnen von den Planeten, einigen anderen Körpern. Das ist recht interessant, wenn ich natürlich Sonnensystem, Planeten beschreiben möchte. Oder auch, wie bewegen sich zum Beispiel Kometen durch Sonnensystem? Wie hoch sind die Ellipsen hier? Langgezogene Ellipsen. All das kann ich hier im Endeffekt über Display steuern. Kann mir einige Sachen dazu schalten, dass ich also die Dwarf Planets damit reinnehme, Pluto zum Beispiel als Zwergplanet oder halt das ganze System im Endeffekt auch durchcleanen, so dass ich also auch sagen kann, ich möchte die Kometen vielleicht gar nicht hier drin sehen, sondern möchte im Endeffekt bloß die Planeten sehen. Hab also hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten, mir auch bestimmte Grids einzuschalten, also Netze einzuschalten. Wie liegt das Ekliptikelnetz beziehungsweise die Ekliptik hier drinne oder wie sieht ein äquatoriales Netz aus, wonach bewegen sich die äquatorialen Teleskope und sonstiges. Ich habe hier natürlich jetzt auch Möglichkeit, Favoriten mit einzugeben. Was Historie ist, muss ich nochmal nachgucken, weiß ich auch nicht. Gibt es bei mir halt denn in der Hilfe als To-Do-Punkt auf meiner Liste, um hier nochmal ordentlich denn rein und rauszuschauen. Wenn ich mit Celestia arbeite, denn möchte ich natürlich bestimmten Fragestellungen nachgehen. Also habe ich zum Beispiel eine Mondfinsternis, wie jetzt Anfang Januar, dann kann ich natürlich einstellen, wie steht Sonne, Erde und Mond zueinander. Kann also denn über Time zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Zeit setzen. Habe hier also von der Zeitzone Local Time natürlich denn die normale eingestellt, kann auch sagen, ich möchte halt ein anderes Format einstellen. Mir reicht es jetzt so mit Monat, Tag und Jahr natürlich, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt den Monat Januar eingeben, habe im Endeffekt den 20.2019. Von der Zeit her war es irgendwo frühmorgens, also 5 Uhr irgendwo da in dieser Richtung und gehe natürlich dann auf Set Time. Man sieht, die Sonne steht links. Muss bei einer Mondfinsternis auch so sein. Dann kommt die Erde, dann der Mond. Und jetzt kann man natürlich ins Detail gehen und sagen, ich möchte mir halt anschauen, wie kann ich hier also mir die ganzen Objekte angucken. Ich kann ein bisschen mit Tastenkombinationen arbeiten und kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte die Zeit laufen lassen. Möchte also jetzt zum Beispiel den Faktor 100 eingeben. Habe also hier jetzt die Möglichkeit, dass im Endeffekt jetzt die Zeit nach vorne läuft. Oben rechts sehe ich immer das Jahr, den Monat. Der 20. Januar ist eingestellt, 5 Uhr. Und jetzt läuft es schon relativ schnell, 100 mal schneller als zur Normalzeit. Man sieht halt, wie Hubble jetzt hier anfängt, um die Erde zu kreisen. Genauso, dass der Mond sich natürlich dann auch im Vordergrund der Planeten bewegt oder im Vordergrund der Sterne bewegt. Habe also hier jetzt auch die Möglichkeit, eben noch mal ein bisschen schneller vorzugehen.
Jetzt geht es relativ schnell voran. Das sind also die großen Möglichkeiten, die ich hier habe. Kann natürlich jetzt auch den Mond selektieren, mir ins Zentrum nehmen und habe darüber natürlich dann auch die Möglichkeit, hier wirklich nachzuschauen, wie denn die ganzen Sachen zusammenstehen. Möchte ich zu anderen Objekten hinreisen, kann ich natürlich Go to Object anklicken und sage zum Beispiel Saturn. Dann geht das ganze System zu Saturn und er zoomt natürlich jetzt auch recht schnell ran. Kann mir den Saturn anschauen, habe also auch hier jetzt wieder die Möglichkeit zu sagen, man dreht sich die Zeit ein bisschen schneller. Halt, dazu muss ich das Fenster erst wieder schließen, also Tastenkombination dann immer nur im aktuellen Fenster und kann natürlich jetzt auch anfangen und sagen, wie bewegen sich denn jetzt zum Beispiel die Monde zu Saturn oder wie kann ich denn hier mir eigentlich alles anschauen und die Möglichkeit nutzen, wo steht denn der Saturn in der Zeit, die jetzt im Endeffekt abläuft. Das sind im Wesentlichen die Grundfunktionalitäten von Celestia, so dass man hier also auch den ganzen Planetenreisen einbauen kann. Hab also auch denn die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Skripte abzulaufen, die jetzt schon vorentwickelt waren. Also hier dann irgendwelche Touren durch unser Sonnensystem oder irgendwelche Grids, die jetzt noch nicht mit drin sind. Man kann ja dann zum Beispiel ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt mal das Skript mit Tour durch das Sonnensystem gestartet. Im Normalfall sollte er jetzt anfangen, hier durch das Sonnensystem zu reisen, wenn alles eben ordentlich funktioniert. Bei mir anscheinend jetzt im Moment nicht. Von daher überspringe ich. Überlasse ich euch. Könnt ihr also im Endeffekt selber auch mal ausprobieren. Ah, irgendwas läuft hier. Ah, doch, die Tour lief, die war nur angehalten durch einen Leertastendruck und jetzt reist er im Endeffekt einmal quer durch das Sonnensystem. Alles ein bisschen schnell noch eingestellt, sollte man also ein bisschen langsamer machen. Und dann hat man im Endeffekt jetzt hier auch eine Tour durchs Sonnensystem, könnte auch entsprechend stoppen mit der Leertaste, denn das Skript stoppen, zum Beispiel an der Internationalen Raumstation. Und habe dann darüber die Möglichkeit, halt an den Objekten auch zu stoppen, so wie im Planetarium mit den Freiflugsystemen, dann auch hier eben die Objekte entsprechend zu beschreiben. Ja, Escape unterbricht das Skript, dann habe ich wieder die volle Kontrolle über Celestia, kann im Endeffekt dann wieder rauszoomen, habe also hier dann auch die Maßgaben eben wirklich nachzuschauen, wie läuft das alles eigentlich in den Systemen voneinander ab. Was ich recht schön finde, ist, ihr seht, ich habe im Hintergrund schon die Sternbilder eingezeichnet und es funktioniert, wie gesagt, ähnlich dann wie im Planetarium in den Freiflugsystemen. Die sind natürlich für etwas schönere Flüge vorbereitet oder die Systeme im Planetarium, mit denen kann ich ein bisschen einfacher denn handeln. Hier zu Hause ist es Celestia und ich sehe immer noch die Sternbilder im Hintergrund, auch so, wie man sie von der Erde aus sehen kann. Da gäbe es nämlich bei Neptun oder auch schon weit hinter der Neptunbahn kaum noch Unterschiede, so dass man also Sternbilder wie Pegasus, den großen Wagen oder die große Bärin eben immer noch ordentlich erkennen kann und habe dann auch die Möglichkeit, einfach mal unser System zu verlassen und zu schauen, ob denn diese Sternbilder ja in der Tiefe zusammenhängen. Das tun sie natürlich nicht. Die Sterne stehen weit voneinander entfernt. Beim Orion, beim Jäger, beim Himmelsjäger sind sogar über 1000 Lichtjahre, wo sie in der Tiefe voneinander entfernt sind. Und dann kann ich auch rausreisen aus unserer Galaxie und schauen, wo eben unser Ort hier im Universum ist. Also die Möglichkeiten gibt Celestia natürlich noch viel, 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 viel mehr. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil angesprochen. Schaut es euch einfach an, holt es euch von der Webseite herunter. Es ist eine tolle Software, mit der man viel erklären kann, viel Visualisierung betreiben kann, Mars viel besser beschreiben kann, Saturn, da waren wir vorhin mit seinen vielen Monden, Jupiter, auch wo ist der Abstand, die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter kann ich auch an- und ausschalten. Also es gibt eine Fülle an Optionen, um mit Celestia zum Beispiel auch ordentliche Bildung zu betreiben und den
Kindern und Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen eben zu zeigen, wie hängt eigentlich alles zusammen, vornehmlich in unserem Sonnensystem, warum sind die Planeten alle auf einer Ebene angeordnet und so weiter und so fort. Also ganz viele Sachen, die man hier beschreiben kann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Schaut euch die Software an, holt sie euch runter. Ich werde sie natürlich unten bei mir hier im Video verlinken, sodass ihr bloß noch dem Link folgen müsst. Dann könnt ihr euch alles runterladen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und hoffe, dass wir uns dann bald hier in diesem Kanal wiedersehen. Und lasst doch einfach mal ein Like oder ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Ciao.